Hallo Leute und willkommen heute mal wieder zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2022. Wie man schon sieht, befinde ich mich gerade am auf dem Feld, kann man sagen, nämlich beim Maishäckseln. Und ja, wie man jetzt auch sieht, habe ich einen Krone-Ladewagen dran, beziehungsweise Wagen. Also der hat jetzt zwar kein Pickup unten oder so, aber ist halt schon doch eher Ladewagen wie normaler Hänger. Und ja, ich häcksle hier gerade Mais. Schwer zu übersehen auf jeden Fall. Und ja, wir sind nicht auf unserer richtigen Map, wo wir sonst immer spielen, sondern jetzt für zwischendrin zumindest, habe ich jetzt hier mal ein bisschen was anderes, damit man das auch mal sieht. Und ja, ich würde sagen, labe ich gar nicht so viel rum, starten wir direkt rein. Und ja, let's go! So, fahren wir weiter. Einen Hänger habe ich schon voll gemacht, einen Wagen. Und das ist jetzt der zweite Krone, also Krone Häcksle und Krone Ladewagen. Und genau. So, einmal bin ich wie gesagt schon außen rum gefahren. Und genau. So, jetzt haben wir hier erstmal alles. Sieht man natürlich hier auch. Also schon ziemlich realistisch eigentlich gemacht. Klar, hundertprozentig Realismus ist nie wirklich gegeben, aber so ziemlich Realismus kann man schon sagen. Ist es schon. Das habe ich ein bisschen zu arg eingeschlagen. Das war jetzt gar nicht so gut, aber egal. Also man kann hier natürlich auch in die Ego gehen. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Aber da hat man natürlich nicht so den Überblick wie in der anderen Perspektive. Aber eigentlich will ich gar nicht so viel labern in diesem Video, sondern eigentlich euch mehr zeigen. Und genau, damit wir halt einfach mal eine Abwechslung haben. Weil Mais haben wir ja noch nie geerntet. Ich schon. Ich habe ja das Spiel schon länger. Ich spiele auch mal bei meinen eigenen Maps. Das ist jetzt zum Beispiel eine eigene Map halt von mir. Und genau. So. Sieht man, ich kann es auch euch von vorne noch zeigen. So. Ups. Das geht so schon. Jetzt mache ich hier mal eine gerade Linie. So, und schon ist er voll. Und zack. Ich hänge ihn ab. Also normalerweise weiß ich schon, dass man mit dem Traktor nebenher fährt. Aber das Problem ist, dass, ja, wie soll man sagen, ja, das Feld so uneben ist und halt keine geraden Linien und so sind. Und deswegen kann ich auch nicht den Helfer fahren lassen, also jemand anderem. Deswegen muss ich es halt persönlich machen. Höchst persönlich selber. Und ja. Nachher lassen wir dennoch trotzdem mal den Helfer fahren. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. So, anhängen. Und dann fahren wir mal das ganze Zeug weg. Machen wir hier auch die Klappe zu. Und hier machen wir jetzt den Follow-Me-Mod an. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Ich glaube, so. Ja, genau, folgen den hier. Und ein bisschen mal weniger. 30 Meter, das passt. So, jetzt steigen wir den ein und dann fahren wir weg, das Zeug. So, direkt zum Hof und dann schieben wir es mit dem Pischenbully gleich ins Fahrsilo. Damit wir das auch hier mit drin haben. Also die Folge wird auch etwas länger. Ich werde hier auch ein paar Sachen rausschneiden. Aber ihr sollt ja auch was davon mitbekommen. Und deswegen... Kommt der? Jo, sehr gut. Da ist auch Mais in dem Feld. Ja, hier sieht man jetzt schon meinen Hof. An der Map spiele ich schon etwas länger. Das heißt länger, schon relativ lang eigentlich. Und genau. Das ist eine Mod-Map, sieht man vielleicht. Also das ist schon nicht schwer, nicht zu erkennen. Aber ich finde die echt sehr gut gemacht. Und ja, jetzt fahren wir direkt mal rein. So, jetzt stellen wir das mal kurz hierher. Schön ordentlich Warnblinker an. Und dann sagen wir dem, der soll mal schnell anhalten, weil sonst fällt uns die ganze Zeit hinterher. Oder die.
Dann machen wir mit dem, würde ich sagen, fahren wir gleich das Zeug rein. Das ganze Hexelgut, oder wie man das nennt. So, gleich mal in das linke Fahrsilo. Hier machen wir die Klappe auf wieder. So, und dann würde ich sagen, gleich mal rückwärts rein. So, und jetzt runter damit. Perfekt. So, Stück für Stück natürlich. Nie zu schnell. So, einwandfrei, dann haben wir das. Den können wir dann direkt wieder rausfahren. So, und dann nehmen wir den und fahren es mit dem auch noch rein. Mit dem 1050er Vario. So, aufpassen. Klappe auf. Und auch rückwärts reinfahren jetzt hier. So, Wandblinker können wir auch wieder ausmachen. Da komme ich rein, gerade so. Ja, es geht noch. Okay, dann müssen wir nochmal schnell vorfahren. So. Okay, und dann das hier auch. Zack. Und ausladen. Einwandfrei. Raus mit dem Hexelgut. So. So, dann haben wir das bei dem auch. Und dann würde ich sagen, fahren wir direkt wieder zurück aufs Feld. So Leute, ich bin jetzt auf dem Rückweg wieder zum Feld. Vor uns fährt schon der andere. Dem habe ich jetzt so fahren lassen. Mit, also als Helfer fahren lassen. So. Aber anscheinend kann der auch nicht so gut fahren irgendwie. Ich lasse mich einfach mal schnell überholen. Der wird schon irgendwie hochkommen. So, überhol mal. Oh Gott, da kommt ein Auto. Und, oh, geht schon. Passt. Perfekt. Und jetzt wieder hoch aufs Feld. Aber hier rum. Und dann sind wir schon direkt da. Jetzt versuchen wir auch mal einen Helfer einzustellen beim Häcksler, damit wir das auch gescheit machen können. Und genau. Also fahren wir mal hoch. Noch mal Ego gehen. So. Geh mal in den Häcksler rein. Das bisschen ist jetzt egal, das lassen wir jetzt einfach schnell raus. Da brauchen wir jetzt keinen Hänger, das ist jetzt egal. Ah, das reicht sogar, das muss er gar nicht in den Hänger tun. So viel kann er im Zwischenraum oder wie auch immer man das nennt, halt speichern. So. So, und jetzt fahren wir hier nebenher. Hier schon der andere, ist auch sehr gut. Einwandfrei. So funktioniert es doch sehr gut, Leute, oder? Sieht man auf jeden Fall echt nicht schlecht. Funktioniert einigermaßen realistisch, würde ich mal behaupten. So, ich hoffe, der Helfer macht jetzt keine Scheiße und fährt, wie ich das will. So. So, jetzt einmal umdrehen. Weiß in welche Richtung er jetzt umdreht.
Anscheinend in die Richtung. Ja. Ah, der Nachbar, der wird schon in Ordnung sein. Das wird doch sein Feld die ganze Zeit fahren. Das kann ich auch nebenher fahren. Da war man nämlich ja gerade. Sehr gut. Also, dann machen wir den auch direkt voll. Den ganzen Mais. Sieht schon echt ganz cool aus eigentlich. Also vom Boden her. Jetzt bin ich vor ihm. Jetzt machen wir noch ein bisschen Ego, würde ich sagen, damit man da auch was sieht. Also ich muss schon sagen, ist schon einigermaßen realistisch gemacht. Und ja. So, direkt wieder umdrehen. Der fährt erst mal noch einen halben Mais durch beim Umdrehen. Perfekt. Bin ein bisschen blöd hingefahren. So. Und weiter geht's. So, jetzt sind wir schon wieder fast voll. So, und voll. Dann fahren wir direkt wieder zurück zum Hof. Den machen wir dann nachher auch noch voll, den anderen Traktor, also den anderen Fendt, den neuen 36er Vario. So Leute, ich befinde mich jetzt gerade immer noch auf der Straße, jetzt direkt wieder fast bei meinem Hof. Und dann würde ich sagen, kippen wir das auch direkt wieder ab, oder beziehungsweise, wie nennt man das? Ja, kippen es halt ins Silo. Ins Fahrsilo und dann nehmen wir gleich einen Pistenbully und fahren gleich mal drüber, würde ich sagen. Machen das ein bisschen glatt, verdichten das ein bisschen. So. Mal rein. Klappe auf. Aufpassen auf mein Schneidewerk. Ist noch nicht viel drin, aber damit ihr das auch mal seht, schon wieder gegen den Baum gefahren. Perfekt. So. So wird schon passen, hoffe ich mal. So, und abladen. So, einwandfrei. Wie ich jeden Tag nur das machen würde. So. Fertig. Machen wir erstmal hier das Schild gescheit auf.
So, stellt ein bisschen hoch. Ich will das ein bisschen gerade machen. So. Jetzt können wir auch kurz ein bisschen in die Innenperspektive gehen. Sehr gut. Funktioniert wie? Also wirklich super. Damit es einigermaßen gerade ist und dass man auch mit dem Traktor wieder besser hochfahren kann und nicht so extreme Hügel sind. Sehr gut. Und wieder ein bisschen in die Außenperspektive. Und was sagt ihr, Leute? Ist doch eigentlich echt ganz glatt geworden. Jetzt können wir da wieder besser hochfahren nachher. Und genau. So. Dennoch würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge vom Landwirtschaftssimulator. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe heute versucht, ein bisschen weniger zu labern, damit ihr ein bisschen mehr seht. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich öfter solche Videos mache, wie heute jetzt mal bei anderen Karten, schreibt's mir gerne in die Kommentare, vor allem was ich machen soll. Vielleicht mal was mit Baumwolle oder Kartoffel oder sonst irgendwas. Schreibt sehr gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Und ja, das würde ich sagen, war's das. Ja, jetzt habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.